Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn ficken? Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich? Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Und als allerletzten Rat noch, ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals! Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte! Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Kyrat! Sabal. Sieh dich an. Siehst gut aus. Für jemand, der gerade aus Durgesh geflohen ist. Kyra sei Dank, dass wir dich fanden, bevor du erfroren bist. Wie hast du mich gefunden? Kyra zeigte mir den Weg. Eine Woche folgte ich deiner Spur. Ich betete ständig für deine sichere Heimkehr. Und die Götter erhörten mich. Danke. Danke nicht mir. Danke, Kyra. Und dein Überleben hilft unserem Kampf. Das ist etwas, was Amita nicht versteht. Ich stehe immer hinter dir, Bruder.
Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noah dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen, er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Von Kyrat! Ich gab euch Sieger zum Bejubeln und Verlierer zum Verspotten. Doch niemand war so blutig, so verzweifelt wie die heutigen Gladiatoren. Aber es wird immer mehr Blut fließen. AJ, wo ist meine Familie? Tut mir leid, Noah. Nein, nein! Tut mir echt leid, tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Deinem Blut. Meinem. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Oh. Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Jay, willst du noch einen Zug von dem guten Stoff? Oh ja. Und diese neue Ladung ist definitiv richtig guter Stoff. Wie heißt sie? Badrox. Ja. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Mein was? Oh, scheiße! Also ich merke nicht allzu viel davon. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. Ich wette jetzt mal. Alles wird gut. Noch die Nacht. Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pagan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden
Und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Komm schon! Atme! Zurücktreten, AJ! Ich weiß, was ich tue! Alter! Hat's geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Oh. Also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt. Das ist er. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubbly Bubbly. Weil's nirgends so krass ist wie da unten, wo's nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Und dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war im St. John's Krankenhaus. St. John's Krankenhaus, weil ich beim Spiral Tribe Rape umgekippt bin. Ich wäre bereit. Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hingabe erfreut mich sehr, aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde. Von Kindern lässt du den Feind verstummen und wirst ihr Rächer. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Wo bist du hin? Und der Herr fragt, wen soll ich senden? Und ich sprach, ich bin hier, sende mich. Ich kam aus einem Land voll Tod und Elend und stand so lange mit dem Teufel im Bunde. Dieser, er wollte nur Reisepässe, um seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und dieser wollte Malaria-Medizin für sein krankes Kind. Er wollte mich dafür töten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Nein! Es gibt noch so viel zu tun. Wir sind nicht fertig. Du weißt, was du tun musst. Und ich weiß, was ich tun muss. Epheser 5, 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin nur Ausschweifung ist, sondern werdet vom Geist erfüllt. AJ, schön, dich zu sehen. Willst du verreisen? Es ist vollbracht. Mein Werk hier ist getan und nun braucht mich der Herr woanders. Wo denn? Südamerika, glaube ich. Vielleicht auch Kuba. Es gibt noch viele Sünden wieder gut zu machen. Danke, AJ. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es noch wahre Gläubige gibt, die bereit sind, das Richtige zu tun. Das werde ich dir niemals vergessen. Ich habe dir aus Dankbarkeit etwas hinterlassen.
Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geh hin, AJ, und predige von nun an selbst. Du wirst bereits unten erwartet. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Psst. Ihr habt ein schönes Haus. Nein, meine Familie. Oh, das, oh. Oh, das gefällt mir. Ist das Mahagoni? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Hanas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass... es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und... erlaubt ihr, mir euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte, ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Gefährlich. Ich hol mir Pagan. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind. Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt. Doch Leben heißt Fortschritt. Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, der ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Moore und Paul de Pleur haben nach langjährigem treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück.
Doch wie Sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt. Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der KEO-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte euch. Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben. Fortschritt ist gut. Begrüßt ihn. Euer König lebt noch. Prologt. Yuma steht eisern wie ein Wachturm. Und wartet. Kommt doch. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Was zum Teufel war das? Du bist jetzt in meinem Chandelier. Okay. Erbärmlich. Pagan schickt einen Knaben, um mich zu töten? Nach allem, was ich für ihn getan habe? Bevor deine Hure von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Dann kam deine Mutter. Deine Mutter. Du hast mich. Was zum Teufel? Lassen wir die Spielchen. Shogua. Wir wissen beide, was du willst. Spielzeug im Bett. Geschoggua? Zeit zu sterben, AJ Gale. Hey, Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien. Und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Traditionen pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören.
aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendo unterstützt, zum Anführer des Goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Sabal. Es heißt, Amita wolle nach Jalendo vorrücken. Die ignorante Schlampe! Es ist schlimm genug, dass Pagan hier alles zerstören will. Jetzt will sie ihm die Arbeit abnehmen? Ich bin fertig mit ihr. Weißt du eigentlich, was Jalendo für Kyrat bedeutet? Was es für Moran bedeutete? Er ist stolz auf dich, weißt du? Wir erobern den Tempel. Wir reinigen Badra. Wir vereinen das Volk unter dem Glanz von Kyra. Badra sagte mir, dass du Jalendo zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tharun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich. Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht! Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon nur ein kleiner Rückschlag. Fick dich, du Proll! Ah, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper? Kannst du es mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Ich sortiere ich AJ ziehen und weitergeben. AJ, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Längen. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobby-pharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu den wichtigen Dingen. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. Alles gut, ich verspreche dir. Sabal ist fort, du bist sicher. Keine Tharun Matara mehr. Bring sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Pagan will Utkarsh mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkarsh von der Karte radieren. Bin dabei. Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch.
Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu... Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Hat sie dich geschickt? Kommst du freiwillig? Was glaubst du, was du tust? Du spuckst auf alles, was dein Vater erbaut hat. Herzlichen Glückwunsch! Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos. Wegen dir. Und was wirklich traurig ist, Bruder. Du übergibst das alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kyrat retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also, wie wird es enden, Bruder? Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach... Mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun... Wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hörte, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag Schwamm drüber. Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl.
Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Ich will, dass ihr in jedes Haus geht und jedes Kind findet. Jedes Kind. Bringt sie dann hierher, zu mir. Los. Was geht hier vor? Wir brauchen Männer, um Widerstandsnester der Royal Army anzugreifen. Und ich muss über Kyrats Zukunft nachdenken. Wir müssen Opiumfelder schützen, Gesetze vollstrecken und Arbeiter überwachen. Also zwingst du die Leute, dem goldenen Pfad beizutreten? Ich muss die Freiheit für eine friedlichere Zukunft opfern. Entweder macht man mit, oder geht uns aus dem Weg. Bitte, lasst meine Kinder gehen. Sie bedeuten uns alles. Einfach alles, bitte. Steht auf! Das ist eine gute Sache. Eure Kinder werden helfen, Kyrat zu einem besseren Ort zu machen. Wenn ihr Kyrat liebt, dann dreht ihr jetzt um und geht in eure Häuser. Sonst lasse ich euch erschießen. Warum machst du das? Ich tue das Beste für mein Land. Und was ist mit Badra? Hm? Was hat sie zu all dem zu sagen? Es spielt keine Rolle, was sie sagt. Ich habe sie weggeschickt. Ich brauche keine Tarun Matara, hinter der sich unsere Feinde sammeln. Du hast sie weggeschickt? Wohin? Geht dich nichts an. Und versuche nicht, sie zu finden. Badra kommt nicht zurück. Seit der goldene Pfad den Außenposten erobert hat, können die Leute endlich wieder. Ashley, Baby, Daddy ist hier! Ich werde mir Zeit mit dir lassen, Harami! Ashley! Ashley, Baby, Daddy ist hier! Der goldene Pfad kontrolliert jetzt den Außenposten und lässt die Leute aus dem Tal.